So, Freunde, und da sind wir auch schon wieder zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Nach dem verhängnisvollen Absturz. Oh je, wie ihr seht, spiele ich jetzt auf der Xbox. Also, ich muss mal kurz erzählen, was alles passiert ist. Das Spiel ist bei mir abgestürzt. Ich konnte es nicht mehr starten, nachdem wir hier in diesem Raum waren. Da müsst ihr Part 2 nochmal kurz angucken gegen Ende. Ich konnte das Spiel also nicht mehr starten. Ich bin nicht mal ins Titelmenü bin ich gekommen. Und wenn ich dahin gekommen bin, lief das Spiel nur so 2-3 Minuten, dann ist es wieder hängen geblieben. Also meine ganze PS3 ist einfach, oh je, was soll ich sagen, einfach abgestürzt. Wollte einfach nichts mehr gehen, bin ich los, hab das Spiel umgetauscht gegen die Xbox-Version. Und die läuft absolut flüssig. Keine Probleme bis jetzt. Bis jetzt. Aber ich gehe mal davon aus, dass es auch so bleiben wird. Genau. Wo befinde ich mich hier? Ich befinde mich hier in irgendeinem Haus. Und ja, wir starten auch gleich mal weiter. Otis arbeitet Teilzeit oben in der Loge. Er ließ diese Kiste aus einer ihrer geheimen Zeremonien mitgehen. Und ich bin mir sicher, sie enthält etwas Wertvolles. Leider ist Otis aber nicht eben der Hellste. Er hat vergessen, den gefiederten Brüdern auch den Schlüssel abzuluxen, mit dem man das Ding aufkriegt. Aha. Also befindet sich der Schlüssel gar nicht hier, oder was? Zu. Zu. Arsenal findet den Schlüssel zum Schloss. Alles klar. Also ich glaube nicht, dass es hier drin ist. Das ist kein Waschbecken, aber okay. Hey, alles in Ordnung. Ah. Ich bin nicht wie der Rest. Ich bin progressiv. Ja, schön für dich. Schokoriegel. So. Also, so wie ich das verstanden habe, ist der Schlüssel nicht hier. So, bei irgendwelchen Flatter-Männern. So, ich muss auf jeden Fall da lang. Oh nein, das trinke ich nicht. Zack. Das kann ich öffnen? Nein. Oha. Wie weit er springen kann, das gibt's doch gar nicht. Das wäre alles nicht so ganz geheuer hier. Briefkasten. Huh. Ich muss auf jeden Fall rein. Schaut euch das einfach mal an. Das sieht einfach so herrlich aus. Okay, dann gehen wir mal rein. Huh. Montgomery Anwesen. Was? Öffne nicht immer sofort das Feuer. Nicht jede Situation entwickelt sich zu einem Kampf. Alles klar. Es muss nicht unbedingt Gewalt im Spiel sein. Die armen Neger. Hey, ich glaube, die Spinne. Das ist er. Das ist der Gesuchte. Gehen Sie, man fahndet nach Ihnen. Polizei, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind hier. Sch, seien Sie still. Shit, ich muss mich verstecken. Polizei ist auch... Hey, ja. Also weiter. Ist weg. Pen ein paar. Hey, das ist ein... Okay.
Schwarze? Gesundheit ist voll, ausnahmsweise mal. Ein bisschen rauchen. Oha. Kann er mich eigentlich sehen, wenn ich hier drin bin? Ist die KI so schlau? Was soll der Mist? Verdammten Rassisten. Dankeschön. Und ich nehme sie einfach alle total aus, gell? Hm, geht nicht auf. Oh! Sterb, du Sau! So. Weg. Sag mal, ach, jawohl. Wo ist der Hit? Abtrünniger! Stirb! Zack. Boah, wie hart. Ich krieg einen auch für die Nuss. Muss ich mal kurz hier weg. Was ist los, ha? Hey! Oha! Oha, er hat den Kopf verloren. Oha! Verfluchte Maschine. Oh, das wollte ich gar nicht. Aber guck mal, es funktioniert. Ah, wir müssen uns stets vorsehen. Die Geisel der Fox. Seid wachsam für Columbia. Ende. Ich hasse dieses Ding. Nein. Gegen die Wand. Drecksding. Hey, hier ist auch irgendwie was zu essen. Jetzt komm. Comstock kam bei Tagesanbruch an meinem Wagen vorbei. Er war ganz gebannt vom Anblick meiner Skalptrophäen. Er fragte, von wem die Weißen seien. Ich sagte, nun Sir, wenn ihr wild im Urwald haust und es mit den Wilden treibt, warum Haare spalten? Kein Lächeln. Entweder er hat noch nie erlebt, dass einer es wie die Indianer macht, oder er hat es zu oft erlebt. Jedenfalls, jetzt soll ich Daisy Fitzroy für ihn jagen. Hoffentlich erwartet er nicht, dass ich sie ihm ausgestopft an die Wand hänge. Ha.
Das sind so krank hier, die Leute, was? Da lang, okay. Oha, was machen wir das? Na, hast du was? Nichts, okay. So grau. Comstock fights this Serpent of Nations. Bruderschaft des Raben. Ah. Ah. Geh mal rein. Hallo? The Crow, bist du hier? Ich höre doch Schritte. John Wilkes Booth. Okay, dann gehen wir mal hier. Wieso greift ihr mich an, ihr Idioten? Klack. Was soll das? Und als der Engel Columbia den Gründern die Werkzeuge gab, das neue Eden zu erbauen, taten sie es ohne zu zögern. 85 Jahre lang bereiteten sie dem Herrn den Weg. Als aber der große Abtrünnige kam, brachte er Krieg mit sich. Und die Felder Edens wurden getränkt mit dem Blut der Brüder und Schwestern. Die einzige Befreiung, die er zu bieten hatte, war der Tod. Krank. Also der Comstock habe ich vorhin in einem Voxophon gehört. Der hat eine Vision von einem Engel erhalten, der ihm gesagt hat, er soll eine Stadt in den Wolken erbauen. Das hat er auch jetzt hier getan. Und irgendwie soll die Stadt nur für die weiße Herrenrasse geschaffen sein. Also, wir wissen, wo das hinausführt. Diese kranken Bastarde. Oha. Das ist doch... Ist doch Abraham Lincoln? Als Teufel? Weil er der Befreier der Sklaven war? Natürlich, deswegen ist er hier nicht der größte Freund von den Bewohnern. Ist auch nicht so einfach hier durchzulaufen, oder? Und so führte uns der Prophet nach Peking und wir zeigten dem Sodom unter uns unsere wahre, von den Gründern erhaltene Mission. Und als die Mandarine und die Heuchler aus Washington ihn verrieten, da wankte unser Prophet nicht. Winselte nicht um Vergebung. Wie unsere Väter mit dem großen Abtrünnigen brachen, so trennte unser Prophet sich von den sogenannten Patrioten. Und heute feiern wir diese Sezession. Glaubt ihr, die machen mir was, wenn ich jetzt dahin laufe? Verreckt! Gesindel, du bist das Gesindel, Mann. Au. Klack. Oha, da hat mir einen Schlag gegeben. Einmal daneben, 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 daneben.
zack, erwischt.